Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearts of Iron 4. Die Welt im Krieg, 45% Spannungen, 11 davon von uns generiert. Also wir haben uns ein bisschen wieder zurückgezogen, trotzdem gut expandiert mit Österreich, der Tschechoslowakei, Sudetendeutschland. Wir haben doch ordentlich ein bisschen was gemacht. Wir haben auch die Achsenmächte erweitert, um Bulgarien, um Rumänien. Die Achse Berlin-Rom haben wir und wir haben auch ja, zumindest ein Bündnis geschlossen mit dem in China befindlichen Japan im Krieg. Und ja, Polen und die Sowjetunion liefern sich zusammen mit Großbritannien entsprechende Kämpfe. Und ja, Polen wird, denke ich, fallen. Hier sind die eingeschlossen. Hier versucht man jetzt in Krakau vorzurücken und dann auch hier in Katowice und Krakau entsprechend die ja, Soldaten einzukesseln. Wir gucken mal, wir sind noch nicht bereit. Wir haben noch ein paar Doktrinen, eine Luftdoktrin, die wir jetzt auswählen können. Das hat dann nochmal Luftnahunterstützung für die Effizienz zur Verfügung. Das heißt, das werden wir mal noch freischalten. Und dann haben wir weitere Doktrinen. Ohne Seedoktrin, das ist auch sehr nice. Kreuzerorganisation, Flugzeugträgerorganisation, U-Boot-Ortung etc. pp. Das schließt sich nicht aus, sondern das können wir theoretisch einfach erforschen. Handelskrieg. Ach, ich kann das auch umändern, okay. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr geil. Das heißt, Handelskrieg ist halt Überfallpatrouillen. Lassen wir erstmal, hier haben wir weitere Reserve, nicht erfüllte Importanfragen, 12 von 13. Wir lassen das mal auf kurzer Stufe laufen, dass wir einfach sehen, was da Phase ist. 12, so ist es. Hier brauchen wir Stahl. Da haben wir einen enormen Bedarf und zwar 8, 16, 24. Dann sind wir jetzt hier gleich wieder. Jawohl. Dann verfügbares Kriegsziel, freie Schiffswerften. Wissen wir, wir haben Bismarck-Schlachtschiff. Wir könnten eigentlich auch. Ach so, das haben wir gar nicht. Das haben wir noch gar nicht erforscht. Die Doktrinen, das ist klar. Geringe Mannstärke wissen wir auch mit 155. Und dann sind wir aber erstmal soweit. Wir haben die Bauvorhaben mal noch extrem eingereiht. Wir sind hier am Produzieren weiterer Panzerdivisionen, die allesamt ihre notwendigen Ressourcen haben. Dann die LKWs, da könnten wir doch mal gucken, oder? Wir haben Artillerie 759, Panzer 895, dass wir sagen, okay, LKWs oder Sonder-Kfz könnten wir vielleicht mal dann entsprechend noch hier mit einbringen. Panzer einmal voll, Artillerie einmal voll, Infanterieausrüstung auch noch, zweimal voll sogar. Ich will mal ganz kurz schauen, dann nehmen wir nämlich mal das Sonder-Kfz. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, wir machen einfach mal, wie viel haben wir? 23 pro Tag, da können wir mal eins abziehen und machen das so. Dann müssen wir mal schauen, genau, da haben wir nämlich keine Vorlagen für das Sonder-Kfz. Das heißt, wir haben das noch nicht benutzt, ergo, das ist gerade mega viel. Pressezensur haben wir schon drin. Kriegspropaganda gegen Sowjetunion würde ich erstmal tatsächlich nicht machen, damit wir da einfach Zeit gewinnen. Geringe Mannstärke, weiß ich. Und wir könnten aber mal tatsächlich vielleicht hingehen und sagen, wie sieht's bei einer Panzerdivision aus? Die haben ja die motorisierte, mechanisierte Infanterie, könnten wir sagen. Nicht die motorisierte, sondern die mechanisierte Infanterie und wir könnten, da steigt das Ganze dann, wenn ich das Ganze nochmal austausche, Gewicht, Nachschub, Stärke, aber die Geschwindigkeit sinkt, mechanisiert, ja, das ist okay, wenn ich jetzt mal gucke, dann machen wir das mal so, wir speichern die Vorlage und dann brauche ich nämlich, jetzt passt mal auf, ja, 1700 mechanisiert. Das bedeutet wiederum, wir brauchen mechanisierte Einheiten auf jeden Fall. 38 für die Verstärkung. Dann hole ich aber die mal rein, die Sonder-Kfz.
über den Zug unter den Panzer. Eins habe ich frei. Das heißt, wir haben da 1,68 pro Woche. Da würde ich mal 5 wegnehmen und da 4 wegnehmen. Und dann kann man das nämlich so machen. Das heißt, wir haben 2,41 pro Tag. Wir brauchen 1700 LKWs. Für was brauchen wir noch LKWs? Das ist jetzt die Frage. Für welche? Wahrscheinlich für die Infanteriedivision, nö. Für die polnische Division, da brauchen wir, glaube ich, LKWs. Oder für die gezogene Artillerie. Das kann sein, aber dann ist es erstmal nicht ganz so schlimm. Doktrinen, da haben wir noch die Landdoktrin. Was nehmen wir da? Die Panzerspitze, Durchbruch. Ja, wir machen die Panzerspitze. Und dann haben wir hier nochmal Organisation, Schwerpunkt. Wir geben jetzt mal die Doktrinkosten dafür aus. Auch sehr geil. Und dann haben wir hier Kampfgruppe. Oh, die Moral und die Organisation. Das ist auch schön. Und dann passt das nämlich erstmal so. Gut, wir haben noch weitere Doktrinpunkte. Ortung, Organisation, was könnten wir da machen? Überfallpatrouillen, Trägeroperationen, Konvois abfangen. Ich würde tatsächlich auf die... Nö, das würde ich erstmal lassen. Und ansonsten sind wir hier ganz gut aufgestellt. Ja, die Mitglieder, wir haben die Ressourcen, die wir brauchen. Gummi aus Siam. Gib mal ein bisschen Gummi. So, wir haben immer noch minus 1. Dann haben wir 21, jetzt plus 4. Wie sieht denn das eigentlich aus mit den Bauvorhaben? Ah, seht ihr, 45 und 3 sind nur noch 48, weil wir halt einfach einen enormen Bedarf haben. Da brauchen wir jetzt noch mechanisiert. Panzerkampfwagen. Die haben wir nämlich ausgetauscht und brauchen jetzt eben genau diese Dinger hier. LKW ist 1,2, das ist erstmal handelbar, die Panzer und so. Weil wir haben halt die Produktion jetzt ein bisschen verteilt. Wir brauchen diese Sonder-Kfz und Züge haben wir 75. Ich bin halt am Überlegen, die taktischen Bomber. 4 pro Woche. Ob wir sagen 5, dann machen wir hier mal noch 3 weg. Hier machen wir mal noch 2 weg und können dann diese Dinger da erstmal hochjagen. Ist erstmal ein bisschen besser, glaube ich. Oh, aber sie haben hier nochmal eine Schneise geschlagen. Also die Sowjetunion hat doch Probleme, hier im Endeffekt auch ein bisschen anzurücken. 23 haben wir, das heißt, eine Division fehlt noch. Die wird noch ausgebildet. Und wenn die Division fertig ist... Für was denn? Was ist denn hier los? Manchmal liefern die nicht. Das ist einfach, okay, das ist halt, wenn die Handelsketten abbrechen. Ah, Bulgarien und Italien, die haben mächtig Probleme hier gegen Griechenland. Aber das soll, wie gesagt, erstmal nicht mein Problem sein. So, Kräftevergleich, wir sind stärker. Das war die Heeresgruppe Südjugoslawien, Heeresgruppe Südpolen. Aber es ist halt relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Das bedeutet, wir sollten hier auf jeden Fall noch eine weitere Gruppe anfügen. Da sind die Franzosen. Das ist halt das Riesenproblem. Da habe ich halt echt Schiss. Das ist halt wirklich ein großes Problem. Das werden wir erstmal ablehnen. Erstmal noch werden wir das ablehnen. Und wir brauchen hier noch die eine. Die könnten aber schon mal trainieren auf jeden Fall. Das wäre, glaube ich, schon mal ganz gut, dass die sich auf jeden Fall schon mal vorbereiten. Ich könnte aber auch diese Division erstmal abstellen. Weil wir müssen jetzt was tun. Wir müssen jetzt was tun. Und ja, diese Zuglinien sind enorm überlastet. Die müssen wir ausbauen. Also von Weimar nach Dortmund, Essen und Richtung Maastricht. Das ist wichtig. Berlin. Diese Route, die müssen wir ausbauen. Und das werde ich, glaube ich, mal jetzt auch noch machen. Und zwar von Berlin. Zack, zack, zack. Das sind die stark befahrenen. Also die Orangenen, glaube ich, ne? Sind die Orangenen nicht diejenigen, die dann extrem befahren sind? Kann es sein? Wir probieren das mal aus. Werden die mal entsprechend aufwerten?
Ah nee, oder das sind die, die noch aufgewertet werden, okay. Aber das ist ja nicht verkehrt. Wir wollen uns, wie gesagt, erstmal weitestgehend aus allem raushalten. Jugoslawien ist halt... Oh, okay, Italien rückt in Jugoslawien vor. Frage ist nur, was passiert, wenn dann Frieden einkehrt? Hier verzeichnet man Geländegewinne. Die Franzosen sind auch im Süden stationiert. Aber das ist halt krass. Schaut mal, Sowjetunion, Kanada. Die Griechen sind mit dabei. Großbritannien. Dann haben wir Südafrika. Also da ist enorm die Allianz. Wenn man sich das mal anguckt. Schaut euch das mal an. Die alle helfen. Ah, Sowjetunion ist im Krieg. Aber die Sowjetunion, okay. Ah ne, das ist nicht die Sowjetunion, das ist Britisch-Indien, stimmt. So rum ist es. Wir gucken mal, wohin die Reise geht. Wir haben es ja nicht eilig. Und hier versucht man jetzt, zumindest die Nachschubwege Minsk, Grodno und Baranowice abzuschneiden. Aber hier sind halt wirklich enorme Probleme. Und wir halten uns wirklich erstmal raus. Ich habe da momentan keine... Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ambition. Es war am Anfang anders, aber mittlerweile bin ich mir da echt nicht sicher momentan. So, fehlende Ausrüstungsproduktion. Welche? LKW, ja, das wissen wir doch. 92 von 93, dann könnten wir wieder sagen, Bomberzüge, Panzergrenadier, Ausrüstung, Panzer. Was haben wir denn? 1,70 leichte Panzer, LKW, mechanisierte Einheiten, Artillerie. Wir haben eigentlich alles. Das heißt, ich gehe erstmal hier noch auf die Bomber. Dann haben wir knapp 4 pro Woche. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, hier haben wir Luftinnovationen. Können das Ganze mal einen Ticken schneller laufen lassen. Und wie sieht es mit unserer Ausbildung aus? Es dauert halt noch mega, ne? 53%. Das heißt, wir könnten eigentlich auch sagen, wir nehmen die Division, machen da Panzergruppe Süd, Jugoslawien draus, Jugoslawien 2 machen wir hier draus und die bekommen wiederum hören jetzt mal auf mit trainieren und bekommen ebenfalls die Frontlinie. Mit denen will ich aber von hier reingehen. Eine relativ kurze Frontlinie. Italien hat Jugoslawien den Krieg erklärt. Okay, da müssen wir beistehen und dann war es richtig. Dann war es richtig, dass wir hier quasi die Frontlinie auswählen. So, und die Frage ist, so, jetzt vielleicht nochmal die Frontlinie. Jetzt müssten die doch eigentlich verlegen, oder? Keine Division, keine Division. Warum nicht? So, nochmal Frontlinie. Ah, jetzt hat es funktioniert. Wir stehen dabei. Und die sollen jetzt verlegen und dann sollen die aber erstmal noch so bleiben. Und dann werden wir, glaube ich, mit reingehen. Es muss ja jetzt mal irgendwann vorwärts. Wenn nicht, fangen wir einfach nochmal neu an. Wenn es schief gehen sollte, fangen wir einfach nochmal neu an. Das wird dann die Heeresgruppe Süd Polen. Und die hat dann die Frontlinie... quasi von hier. Dann dürfen die sich jetzt nämlich mal verteilen. So, fehlende Ausrüstungsproduktion. Ja, das weiß ich doch. Reichweite, Integration, Bauplatz. Den werden wir immer auswählen. Das ist sehr gut. Und jetzt sollen die auf jeden Fall aufstellen. Und dann werden wir Jugoslawien auch den Krieg erklären. Aber... ich würde mich gerne an der Westfront absichern. Ich weiß nicht, wie es ist mit Frankreich. Ob die dann aktiv versuchen, da reinzugehen oder nicht. Wir probieren es aus.
Wir probieren es aus. So, dann haben wir diese Heeresgruppe. Die brauchen wir. Sind sie alle da? Und da können wir nämlich sagen, letzter Kampf, Angriff erzwingen und Stabsbüro planen. Wir können auch sagen, Angriffspläne ausgeglichen. Und dann wollen wir Angriffslinie. So, und das bedeutet, ich will mal ganz kurz gucken. So, Moment. Eine Angriffslinie ziehen. Wir wollen auf jeden Fall hier bis in den Süden vorrücken. Das wären dann so die Ziele auf jeden Fall. Stopp. Moment. So, jetzt haben wir die Angriffslinie. Perfekt. Die sollen sich jetzt auf jeden Fall hier einen Angriffsbonus verschaffen. Das machen sie eben, indem im Prinzip sie sich jetzt darauf vorbereiten. Und die Division sollen da rein. Und wo haben wir die andere Division? Diese Division, die von Norden herkommt, die hat die Angriffslinie. Und die soll auch bis hierhin vorrücken. So, dann haben wir nämlich zwei Divisionen, die in dem Bereich da agieren. So und so. Das sind die beiden Divisionen, die wir haben. Und dann könnten wir das nämlich dann so bald laufen lassen. So, das passt. Mechanisiert 1,6k. Wir sind eigentlich gut aufgestellt. Haben jetzt hier die Panzerdivision, die noch kommt. Das ist auch okay, jeweils eine. Die werden noch ausgebildet. Das wird dann eben diese Gruppe hier sein. Bekommt dann eben auch nur was haben wir hier für ein Kürzel? Ach, den Stern. Genau, die haben den roten Stern. So, dann haben die nämlich das gleiche. Die hatten auch den roten Stern, Jugoslawien. Das heißt, die bekommen dann auch den. Roten. Wobei. Doch, die sollen das jetzt erstmal so lassen. Okay, wir sind vorbereitet für diese Linien. Da unten sind Kräfte gebunden. Italien macht plus, aber Tirana. Italien verzeichnet auch Mega-Gebietsverluste. Und Griechenland kann sich halten. Also Italien hat mächtig zu kämpfen. Und deshalb, wir sollten versuchen, da wirklich vorzurücken. So, Angreifer siegt. Italien ist der Angreifer. Jugoslawien, das passt. Wie sieht's aus mit den Vorbereitungen? Die sind in Vorbereitung. 25, 30 von 38. Und die sind. Also, Kriegsziele. Und dann können wir nämlich Jugoslawien den Krieg erklären. Die Frage, und da hoffe ich halt nicht drauf, die Frage wird sein, die werde ich vielleicht auch an diese Front verlegen. Die sollen jetzt auf jeden Fall mal aufhören mit trainieren. Die werde ich tatsächlich vielleicht auch an diese Front verlegen. Dann sollen die nämlich dahin fahren. Dann sollen sie sich eingraben. Weil Belgien und die Niederlande. Wie sieht's aus? Belgien hat keinen Pakt. Das heißt, da brauchen wir erstmal nichts befürchten. Marionette, Niederländisch-Indien, klar. Luxemburg, da muss ich auch schauen. Die müssten auch, genau, sind auch neutral. Bei Frankreich sieht's anders aus. Die sind mit Jugoslawien befreundet. Und ja, zu den Waffen rufen, das werden wir jetzt auch machen. Die brauchen uns. So, 38, 35, 36, das ist okay. Und hier haben wir 38, 38. Und dann let's go. Es kann losgehen, liebe Leute. Wahnsinn. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Also ich bin mir da echt nicht sicher. Okay, es werden immer weniger halt durch die ganzen Dinger, die wir brauchen. Und
Da seht ihr mal, Deutsches Reich, Italien, Bulgarien, die Legionäres Rumänien, Sowjetunion, Mongolei, Tanutuwa. Der Fall von Warschau. Im Gegensatz zu 1920 gab es dieses Mal keine Wunder an der Weichsel, als sich die sowjetische Armee kürzlich Warschau näherte. Der polnische Widerstand in der Stadt ist größtenteils zusammengebrochen und über den meisten Regierungsgebäuden weht nun die sowjetische Flagge. Sehen wir hier das Ende der polnischen Nation oder werden ihre Truppen irgendwie einen Gegenschlag zur Rückeroberung ihrer Hauptstadt vorbringen können? Für die meisten Experten wäre das ein unwahrscheinliches Szenario. Also hier sind ein paar Alliierte mit dabei. Französische Allianz. So, dann schauen wir mal. Also, Warschau ist gefallen tatsächlich. Und es wird die Sowjetunion siegen. Und dann haben wir halt direkt die Grenze vor dem Haus quasi. Okay. Das wird halt schwer sein. Dadurch, dass sie verteidigen. Und wir setzen die Angriffspläne auf jeden Fall jetzt in die Tat um. Let's go. Und let's go. Also die Rücken vor. Jetzt haben wir freie Militärfabriken. Da müssen wir einfach mal schauen. Sonder-Kfz. Das ist okay, das ist okay. Dann würde ich gerne... Ha, was wir halt auch machen können, wir Dovis. Wir könnten Schnellkampfgeschwader. Wir könnten die erstmal hier rüberziehen. Dann können die nämlich hier rüber gehen erstmal. Und wenn sie hier sind, könnten wir da Luftunterstützung mit auswählen. Kriegspropaganda gegen Frankreich, gegen Polen, gegen Jugoslawien. Das können wir auf jeden Fall machen. Notfallfabrikumbau. Basisstabilität. Eine Zivilfabrik. Das können wir mal machen. Politische Aktionen. Aber wir haben halt wenig... Wow, Stabilität. Okay, aber wir sind 60,46. Das ist okay. Wie sieht's aus in den besetzten Gebieten? Das ist noch in Ordnung. Aber ihr seht, jetzt ist es halt... Es wird schwerer. Es wird definitiv schwerer. Wir brauchen mehr Züge. Nicht, dass wir da Gefahr laufen. Okay, so bleibt es erstmal. 3 Stück haben wir noch. Nehmen wir mal hier die 2. Hier nehmen wir mal noch 1. Und dann läuft das. So, da wollen wir mal gucken. Die sind alle da. Jagdgeschwader. Die sollen abfangen und Luftüberlegenheit. Dann haben wir hier das Geschwader. Strategische Bombardierung. Luftunterstützung. Und wir haben ein Geschwader. Das ist Schnellkampfgeschwader. Luftnahunterstützung. So, jetzt haben wir die da alle drin. Natürlich braucht es auch wieder entsprechend Treibstoff. Aber die sollen auf jeden Fall helfen. Angreifer 6 gegen Jugoslawien. Wir gewinnen. Auch hier, trotz dass wir angreifen oder trotz dass sie verteidigen, sind wir eigentlich ganz gut dran. Schaut euch das mal an. Wir haben eine mächtige Armee. Jetzt ist halt wichtig, dass die Nachschubwege hier hin. Das wird jetzt enorm wichtig. Da seht ihr jetzt die Nachschublinien. Da wird jetzt enorm wichtig sein, was passiert. Wie sieht es mit Frankreich aus? Die sind... Ja, Deutschkrieg gegen Frankreich. Okay, aber hier kommt es nicht zu Interventionen. Das ist schon mal wichtig. Also, Atomforschung haben wir erstmal durch. 43, was haben wir denn? 41, das heißt, Panzer haben wir, Flugzeuge 40, 44, da sind wir 40, 41, hier sind wir auch bei 41. So, Produktionen, die wollen wir starten. Bauwesen, Baugeschwindigkeit, ah, die Fabrikleistung soll hoch. 15 Tage für die Prinz-Eugen-Klasse. Expeditionstruppen fordern. Ah, das nehmen wir auf jeden Fall an. Die sollen natürlich mit dazu. 154.000 haben wir noch als Ersatz.
So, wir rücken vor. Das ist gut. Die machen das alles. Das Krasse ist, wir unterstützen hier nur. Das heißt, das sind italienische Gewinne, die man verzeichnen kann. Rumänien hilft, Bulgarien hilft, Italien hier noch. Also man hat jetzt hier schon eine extrem krasse Front. Und wir schauen mal, ob wir bis zu unserer Linie vorrücken können. Ob nachschubtechnisch hier noch was geht. Aber ich glaube, das klappt. Ich glaube, das haben wir schon gut gemacht. Vor allem auch mit der Luftunterstützung, die entsprechend mit dabei ist. Die hilft enorm. So, hier sind nämlich Flieger. So, Fließbandproduktion ist auch durch. Dann machen wir Bauwesen. Das sind halt die wichtigen Dinge auf jeden Fall. Und dann bin ich mal gespannt, wenn die kapitulieren. Sollten sie kapitulieren. Wir rücken natürlich auch nach Belgrad vor. Und das ist sehr gut. Also das haben wir gut geplant. Die sind auch gleich durch. Hier fehlt uns noch mechanisierte Einheit. Noch 1500. Also den Feldzug ohne uns, sind wir mal ehrlich, Leute, ohne uns hätten die das, glaube ich, nicht so geschafft, ne? Aber wir haben ja hier sowieso gesorgt, dass auch die Faschisten ein bisschen höher agieren. So, regionsweite, ein Bauplatz, Landbeschlagnahme für Industrie. Ah, das können wir nicht machen, Basisstabilität und alles. Basisstabilität. Okay, Polen hat kapituliert, sodass wir Zugang zu 50% ihrer gelagerten Ausrüstung haben. Schön. Die kriegen wir. Josef Stalin hat bekannt gegeben, dass die feige polnische Nation dem Druck der überwältigenden Präsenz sowjetischer Truppen im ganzen Land nicht mehr standhalten konnte. Die polnische Regierung hat entschieden, aus ihrem eigenen Land ins Exil zu fliehen. Ihre Haupttruppen haben kapituliert und die Sowjetunion kontrolliert nun ihre Heimat. Anderswo tobt der Krieg gegen die Überreste von Alliierten zwar noch, aber das ist so ein großer Sieg für alle Komintern-Mitglieder. Also, seht ihr? Das ist jetzt tatsächlich direkte Grenze zur Sowjetunion. Da bin ich halt echt gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Hier oben haben wir Nachschubprobleme. Die werden wir lösen. Und wir kommen aber hier sehr gut voran. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Wem gehören die an? Die gehören niemandem an. Oh, die Prinz-Eugen-Klasse ist durch. Dann könnten wir mal gucken, dass wir hier die Industrie... Treibstoffzugewinn durch Raffinerien. Perfekt. Das ist schon okay so. Also, da machen wir ordentlich Landgewinne. Und wir sind gleich bei unserer Linie. So, die können noch eine weitere Frontlinie ziehen. Die können dann bis hier hervorrücken. Nein, nicht eine Frontlinie. Sowjets halten sich an den Pakt. Westpolen haben wir bekommen. Deutschland besetzt Westpolen. Deutsche Truppen haben Westpolen besetzt. Der offizielle Grund dafür ist der Schutz der deutschen Minderheiten vor dem Chaos, das auf den Zusammenbruch der polnischen Regierung gefolgt war. Sowjetische Truppen haben sich geordnet aus diesen Gebieten zurückgezogen, was effektiv die Aufteilung Polens zwischen den beiden Mächten zur Folge hat. Das ist sehr krass. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall, holy moly, 7 haben wir hier noch zur Verfügung. Und die 7 würde ich tatsächlich auch in die mechanisierten Einheiten stecken. Hier können wir auf jeden Fall die Prinz-Eugen-Klasse auch noch. Ah, wobei nein. Aber wir könnten die mechanisierten Einheiten 1500. Das würde ich gerne machen. Das würde ich tatsächlich gerne machen. Dass wir da einfach ein bisschen schneller vorwärts kommen. Auch wenn wir dann noch ein bisschen mehr Gummi kaufen müssen. Aber das ist halt sehr, sehr geil. Fordern Sie die Ostgebiete zurück. Jetzt bin ich mal Den haben wir umgangen. Luftinnovationen 2. Ja, weil wir ja im Prinzip die Ostgebiete jetzt schon zurückbekommen haben. Und dann haben wir Marinefliegerbemühungen. Raketentechnik.
Widerstand in den besetzten Gebieten. Da müssen wir jetzt mal schauen. Was haben wir denn hier? Jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen langsam machen. Dass wir hier das Ganze auch so hinbekommen. Ich weiß, die Folge ist dann auch gleich durch. So, wir haben hier 22% in Litauen. Dann werden wir hier wieder Kollaborateure einsetzen. Infanteriedivision. Die reichen, glaube ich. Also erstmal reichen die um die Gebietsverteilung. Ja, wir können das erstmal so lassen. Und dann können wir aber auf jeden Fall auch nachher unsere Soldaten abrücken lassen. Aber ihr seht's. Das Ding hier gegen die Sowjetunion, das ist so krass. Und was machen die hier? Ziehen die sich zurück? So, das heißt, ich brauche die 23. Das heißt, wir machen da mal alles weg und müssen Frontlinie ziehen und werden die aufteilen. Bis hierhin. Das ist dann die Heeresgruppe Süd Sowjetunion. Verbesserte Rechenmechanismen. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal hier das ganze Zeug machen. Gummiverarbeitung ist auch top. So, 134.000 Mann. Jugoslawien hat kapituliert. Benito Mussolini hat bekannt gegeben, dass die feige jugoslawische Nation dem Druck der überwältigenden Präsenz italienischer Truppen im ganzen Land nicht mehr standhalten konnte. Die jugoslawische Regierung hat entschieden, aus ihrem eigenen Land ins Exil zu fliehen. Ihre Haupttruppen haben kapituliert und Italien kontrolliert nun ihre Heimat. Krass. Krass, krass, krass. Italien hat es eingenommen. Das heißt, wir könnten diese beiden Divisionen löschen. Halt, wo war das? Stopp! Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So, das ist die Panzerdivision West. Die braucht eine Frontlinie. Und zwar so. Oh krass, hier tobt der Krieg zwischen Italien und Frankreich. Oh krass. Okay, wir müssen mal gucken. Hier können wir auf jeden Fall das hier können wir auf jeden Fall abbrechen. Das heißt, diese Division könnte jetzt auch hier eine Frontlinie aufmachen in Richtung hier. Beziehungsweise, nee, warte mal. Wir machen das anders. Wir werden die, wir sind ja hier schon, wir schicken die hier hin. So, wir schicken die hier hin zur Verteidigung. Das heißt, das wird die Heeresgruppe, die Folge wird ein bisschen länger, Leute. Heeresgruppe West, Div Italien, die verteidigt. Das heißt, die kriegt dann das. Die kriegt dann dieses Ding. Das heißt, die können dahin. Und die andere Heeresgruppe, die ja hier noch tätig ist, die werden wir auch abziehen. Und werden die aber erstmal noch hier reingehen lassen. Weil das müssen wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Dass wir die Sachen noch einnehmen von Jugoslawien. Die haben zwar kapituliert, aber trotz allem. So, da können wir das nämlich mal laufen lassen. Dann sind die noch weg und die Achsenmächte haben Mitteleuropa bislang gut unter Kontrolle. So, hier haben wir die Front. Angriffspläne ist klar. Nachschub, der überzieht sich natürlich im Laufe der Zeit. Das ist vollkommen normal. Aber, liebe Leute, wir müssen erst einmal die Folge beenden. Wie krass. Westpolen haben wir bekommen. Jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt, was mit Frankreich passiert. Vielleicht könnte ich jetzt tatsächlich versuchen, im Westen zu intervenieren. Wir werden es erleben. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.